Hallo liebe Community zu einem heutigen Spezialvlog, exklusiv hier aus irgendeinem Hotel in der Nähe von Köln. Ja, ein Spezialvlog deshalb, weil ich mich zum einen für 60.000 YouTube-Abonnenten bedanken darf und zum anderen, weil wir hier zu einem exklusiven Event von Michelin eingeladen sind, und zwar der Zen at Terra Experience. Es ist gleich 6:30. Das heißt, es gibt Armbrot und ihr bleibt schön dran, denn morgen geht's rund. So, einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zur Michelin Zen at Terra Experience hier bei Kartoffel Olix in der Nähe von Köln. Wir sind hier also auf einem von 8 Testbetrieben, die Möglichkeit hatten, die neue Zen at Terra Kombination aus Evo Bip Reifen und Reifendruckregelanlage zu testen. Und was dabei rausgekommen ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, wir hatten eben eine kleine Präsentation rund um das Thema Reifen und der Zen at Terra Experience, was da genau hintersteht. Und jetzt sind wir hier im Feld, das heißt im Praxiseinsatz, um die Technologie direkt erleben zu können. Und ich habe mir da mal die wichtigsten Sachen rausgeschrieben aus der Präsentation und möchte das mal kurz wiedergeben. Also, worum geht es im Wesentlichen? Um Bodenschutz. Also den Druck auf dem Boden zu minimieren und das in Kombination mit den steigenden Transportaufgaben, die in der Landwirtschaft anfallen, ja, in einem Reifen und in einem umfassenden Konzept zu integrieren. Dazu wurden in 4 Ländern 8 Landwirte mit sozusagen ins Team geholt. Die Landwirte sind also aktive Partner dieses Projekts. Und was will der Landwirt? Eigentlich meistens 2 Dinge: die Produktivität steigern und die Kosten senken. Das Ergebnis besteht dann aus 4 Bereichen, und zwar einmal dem neuen Evo Bip Reifen, einer integrierten Reifendruckregelanlage in Zusammenarbeit mit PTG, wobei PTG zu Michelin gehört seit 1,5 Jahren. Dann hat man mit einem jungen Start-up-Unternehmen zusammen die automatische Anpassung und die Integration im Terminal vollzogen. Das heißt, ich kann mit 2 Klicks den richtigen Reifendruck auswählen für die Arbeit, die anfällt. Und als 4. Punkt wurde ein Service Center eingerichtet, zusammen mit einem Online-Tool, um die Kommunikation zu verbessern. Das Ergebnis einer unabhängigen Forschung von einer Uni in England und einer in Illinois, also USA, kommt zu dem Ergebnis, dass ich mit konsequenter Nutzung von der Technologie die Erträge um 4% steigern lassen durch eben weniger Bodendruck und die Traktion um 30% gesteigert wird, was Kraftstoffeinsparungen mit sich bringt. Der Referenzwert dazu war in der Regel der Michelin Axio Bip. So, dann gehen wir mal etwas mehr ins Detail. Der Evo Bip Reifen ist also ein komplett neuer Reifen. Das heißt, er hat ein ganz neues Profil und besteht aus 9 Komponenten. Unterm Strich ist das auf der Straße ein reduzierter Rollwiderstand. Das heißt, im Transport haben wir ein sehr enges und schmales Profil, ähnlich wie beim Fahrrad. Und im Feld können wir die Luft so weit ablassen, dass der Reifen sich nicht nur lang macht, sondern auch noch breit. Dadurch wird die Aufstandsfläche um 20% gegenüber dem Axio Bip erhöht. Das sieht man dann hier später auch gleich im Feld, wenn wir die Testfahrt machen werden. Und vor allem dieses Breitermachen wird durch eine neue Schulter erreicht. Also an der Stelle, wo der Reifen von der Aufstandsfläche zum Querschnitt übergeht, ist also besonders beweglich und dadurch kann er sich breiter machen. So, und die andere Sache ist eben die Steuerung, und dazu muss man vielleicht erstmal erklären, was heißt eigentlich Zen at Terra. Zen
heißt so viel wie ruhig oder entspannt, gelassen. Und genau das hat man hier versucht zu erreichen, weil es ja doch relativ komplex ist, immer den richtigen Reifendruck für die richtige. So, jetzt ist hier eben auch noch meine Kamera runtergefallen, aber zum Glück habe ich noch eine zweite bei, weil mit der ersten, das sieht nicht gut aus. Egal. Darum komme ich jetzt zur nächsten Komponente dieses Gesamtkonzeptes und das ist die Einfachheit. Zen Aterra, das Zen steht für einfach gelassen und das Problem ist ja in der Landwirtschaft, dass wir viele unterschiedliche verschiedene Reifendrücke ansteuern müssen und hier ist es dann tatsächlich so, dass wir mit zwei Klicks immer den richtigen Reifendruck haben. Dazu werden einmal alle Maschinen, die in einem Fuhrpark vorherrschen, einmal eingegeben, also alle Gewichte vermessen und dann sind die abgespeichert. Und wenn das einmal durch ist, brauche ich im Terminal nur noch unterscheiden zwischen entweder eben meinem Gerät und ob im Feld oder auf Straße. Das Ganze wird auch unterstützt durch die letzte Komponente, dem Service Center. Wenn man da also Fragen hat, kann man da direkt anrufen und kriegt sicherlich die richtigen Reifendrücke raus. Was ich ja auch mal richtig clever finde, ist die sogenannte Boost-Funktion. Damit kann man sich in schwierigen Lagen, wenn man zum Beispiel in einem Wasserloch feststeckt, nochmal den Druck extrem herabsetzen und so aus schwierigen Löchern wieder rauskommen. Das nächste Interessante ist, die Maschine steht hier gerade wieder vor mir. Das ist jetzt vielleicht 3 Minuten her, als wir das gesehen haben mit dem extrem abgesenkten Druck und inzwischen ist der Reifen auch schon wieder mehr als voll. Ja, und das wird natürlich durch einen zusätzlichen Kompressor erreicht, den ihr hier an der Seite seht von der Maschine. Ich drehe mich mal ein bisschen aus dem Licht raus. So, ja. Da ist ein Zusatzkompressor drauf, der nochmal richtig Dampf macht, um die Reifen sehr schnell auf maximalen Druck zu bringen. Bei dem einfachen System geht das über den Druckluftkompressor vom Schlepper, was natürlich bei großvolumigen Reifen auch entsprechend lange dauern würde. Also muss man jetzt je nach Einsatzschwerpunkt sehen, ob man das wirklich braucht, dass innerhalb von 2-3 Minuten die Reifen einen relativ hohen Druck erreichen oder ob man einmal am Tag aufs Feld fährt mit schweren Anhängelasten und entsprechende Drücke braucht und dann im Feld einmal ablässt und wenn man Feierabend macht, weiß, okay, halbe Stunde noch, fange ich schon mal an, langsam die Reifen wieder aufzupumpen. Wobei eine halbe Stunde vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben war. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Es hängt ja vom Druck ab, von wo man kommt, wo man hin will und wie großvolumig die Reifen sind. Die Optik. Ja. Ganz fertig ist er noch nicht. Den Rest lässt er wahrscheinlich dann gleich. Was ist das da nochmal für ein Unterschied unter dem großen Fenster? Den großen kann ich noch zwischen Hang und normal auswählen. Was passiert dann am Hang? Am Hang hat er einen anderen vorgespeicherten Druck. Also ja, am Hang ein bisschen mehr. Beides 1 Bar. Ja. Dann beides 0,6. Alles eingespeichert? Ja, natürlich. Wenn dann richtig. Wenn richtig. Was muss ich jetzt tun, um den richtigen Druck zu finden, beziehungsweise muss ich überhaupt erstmal machen? Also anfangen tut es mit der Auswahl der Maschine. Ja, anfangen tut es mit der Auswahl der Maschine. Kann ich einmal durchflitschen, ne? Ja. Es sind jetzt ein paar hinterlegt, aber nur die 4. Und dann kann ich hier einfach den Untergrund wählen, Straße oder Feld. Genau, das sind eigentlich die 2 Klicks. Das sind die 2 Klicks, die dann eigentlich alles ausmachen. Ja. Und die ganzen Drücke habe ich dann halt vorher eingespeichert, eingetippt und am Computer. Und dann muss ich noch die Sachen machen und dann ist durch. Jetzt bin ich fertig. Ja. Steckst du dich wieder auf Straße? Fertig. Passt sich an. Ja. Und eben war noch unter der Handfunktion, ja. Das war die Boost-Funktion, ja. Hier. Ja. Genau das. Wenn man da drauf drückt, geht er automatisch auf 0,6. Dann geht er auf 0,6. Ja. Ich muss mich noch aufnehmen.
Ich filme mich gerade noch selber. So, liebe Freunde, damit sind wir am Ende des heutigen Tages. Ich hoffe, ihr habt einige interessante Impressionen mitnehmen können hier vom Michelin Zen Artera Day. Und ja, ich werde mich jetzt auf den Heimweg machen, das Ganze in ein hübsches Video packen und dann sehen wir uns zum nächsten Vlog.